für Amerika! Yay! Es brennt sehr schön. Mehrzweckachs. Ach, guck mal einer an, aber das Pirschers. War gut gegen Roboter, ne? Staatsanleihen, nun kommt schon! Gegenstandsbelohnung, zeigt euch! Yay! Was? Befestigte Dekobänder? Kenne ich das schon oder kenne ich das noch nicht? Das wäre natürlich super! Ich habe einiges, was ich mal lernen sollte. Das Aufklärungsgewehr. Ja, stimmt. Das habe ich das letzte Mal bei Fort Defiance, einem Terminal, bekommen. Ja, das ist sehr cool. Auch wenn wir das wahrscheinlich gar nicht mehr gut gebrauchen können oder nicht mehr effektiv nutzen können. Ich möchte es auf jeden Fall irgendwann mal bauen. Steht ja auch auf meiner To-Do-Liste. Der Ausweider, vorhin noch bekommen. Richtig. Bei der Daily Orb. X01-Lackierung. Cool! Das freut mich. Sehr schön. Haben wir hier schön Staatsanleihen abgegriffen. Na, vielleicht noch in Sachen Aluminium hier. Nochmal durchgepirscht. Na, haben wir irgendwas, was vielleicht Aluminium beinhaltet, damit wir unsere Ultrazielrüstung stärker machen können. In Sachen Tragekapazitäten. Verdammt mich nochmal. Da gibt es bestimmt wieder eine mega coole Ortschaft, wo es richtig viel Aluminium gibt. Ja, aber da sind wir jetzt gerade nicht. Nehme ich trotzdem mit. Was haben wir hier noch Schönes? Verbesserung für Helvetia Protektron. Das habe ich noch nie gehört. Ich werde an den Protektrons die gewünschten Updates durchführen. Mhm. Die Roboter sollen nun selbst entscheiden, wie oft Fastnacht gefeiert wird. Tun sie das. Jensen ist sich meiner Bedenken bezüglich der Häufigkeit und der unvorhersehbaren Umweltfaktoren bewusst. Jensen meint, dass es gut für den Tourismus ist. Ach. Beschwert euch bloß nicht bei mir, wenn die Roboter entscheiden, dass durchgefeiert wird, bis die Welt untergeht. Okay. Alles cool, ist alles schon leer gelootet. Ja, damit kann man sich hier recht gut die Zeit vertreiben, bis die Fastnacht vorbei ist. Einfach mal die Häuser hier durchsuchen und das Nötigste mitnehmen. Okay, Kohle. Fokus Kohle oder Fokus Grubenhauer oder öffentliche Events. Kohle. Und am liebsten sammle ich ja Kohle hier im Mottenmann-Museum, indem ich da ganz schnell durchsprinte und mir die Mottenmann-Eier besorge. Da können wir natürlich auch aus unserer Power-Rüstung rausschlüpfen und versuchen, unseren bisherigen Rekord am Burg-Sniperino zu schlagen. Toi, toi, toi. Was sagt die Lichtstimmung? Heute mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Bei Nacht. Ohne Powerrüstung. Ich müsste einfach mal irgendwann hier so eine kleine Stoppe oben rechts anzeigen, ne? Okay, let's do this! Könnte natürlich auch total in die Hose gehen. Weil ich aim-technisch halt nicht so gut drauf bin, muss ich zugeben. Ich habe heute nur den Wochenkaffee getrunken. Ist der weg gewesen? Jetzt ist er weg. Da kommt die nächste. Alles cool, alles cool. Das Nötigste mitnehmen. Stimpack müssen wir einmal mitnehmen. Das gehört dazu. Das gehört hier zu diesem Schnelligkeitssegment dazu. Aber finde ich jetzt nicht, ne? Tut mir leid. Abzüge in der B-Note. Da ist noch jemand. Da wollte die Maus gerade nicht so richtig. Lag nicht an mir. Er hier. Da hinten ist noch einer. Hier, er hockt da auch schon. Schande. Muss da so ein Kadaver hängen? Das war's. Das war's. Ich bin raus. Ich muss die Konsole neu starten. Den NES. Mach das. Göttliches Licht und so. Ist total cool. Da oben vielleicht? Nee, manchmal ist da einer. Hey, hey, hey. Jetzt ist da einer. Jetzt auf einmal. Was für eine Frechheit. Und manchmal sind auch ganz random da oben Gegner. Los. Wir haben noch keine Zeit. Wir brauchen die Eier, Mensch. Da ist noch irgendwer. Auf wen hat er gezielt? Ist der Schwierigkeitsgrad heute besonders herausfordernd? Oh Gott, bitte nicht. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Oh, wir haben Durst, ne? Schande. Durst und sicherlich sind wir auf nichts mehr, ne? Auf nichts. Und das wird unser Ende sein. Naja, wobei. Wir brauchen nur ein bisschen Wasser trinken. Da geht er schon. Und Wasser haben wir natürlich alles weggelegt. Gut gemacht. Neurotischer Vergangenheits-Leo. Essen und trinken, nee, doch nicht. Sehr gut gemacht.
Schusseliger Vergangenheitsleo, ich nehme alles zurück. Behaupte das Gegenteil. Jetzt hier rüberspringen, genau. Ganz sauber. Da hinten gibt es öfters mal Zucker und Gewürze. Und oder Gewürze. Heute haben wir richtig Glück gehabt. Und jetzt wird ein bisschen geflindet. Zack. Da ist auch guter Loot drin, ne? Das darf man nicht vergessen. Hey! Ihr versaut mir meine Zeit, Mensch. Oh, heute ist wirklich besonders schwer. Ich muss da rein. Das ist ganz wichtig. Da ist viel Kupfer drin, ne? Und vielleicht auch ein bisschen Aluminium. Na komm schon. Noch ein Stückchen. Ein ganz kleines Stückchen. Zur Abwechslung gleich mal ins Schrotflinten-Loadout. Kupfer. Aluminium. Yay. Noch mehr Aluminium. Sehr schön. Hier war offensichtlich heute noch keiner. Das ist schön. Eine Schraube können wir auch immer gut gebrauchen. Ein wenig Keramik. Jupp, jupp, jupp. Push me. Schneller. Schneller, schneller, schneller. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Hier ist noch ein Telefon. Wow, vor allem wie viel, Mensch. Mikroskop. Weiß ich gerade gar nicht, ne? Da ist auf jeden Fall Kristall drin, ne? Aber was da sonst noch so drin ist, keine Ahnung. Gleich mal zerlegen hier oben. Oh, hier ist ja einer. Unterleibschuss. Es tut mir so leid. Aber es musste sein. Du oder ich. Zerlege Loadout. Die 8 bitte. Bin ich würdig? Oh oh, ist sie hier drinne schon? Ich werde einfach weiter beten. Ach das, genau. Gute Idee. Ist hier vielleicht noch ein bisschen Alu oder so? Aluminiumkanister, ich weiß nicht. Könnte Alu drinne sein? Eventuell. Plastik. Und jetzt noch die restlichen Mottenmann-Eier. Und dann sind wir hier schon wieder weg. Sniperino, ne? Genau. Licht aus. Damit uns hier keiner sehen kann, ist hier schon einer runtergekommen, eventuell. Mir fällt auch gerade so ein, wir laufen die ganze Zeit in unserer Verkaufsklamotte rum. Ist natürlich nicht so günstig, wenn wir hier angeschossen werden. Und auch von den Werten her nicht so, ne? Da geht auf jeden Fall mehr. Aber sei's drum. Das war ja eher so eine Trainingsrunde. Beim nächsten Mal machen wir wieder richtig ernst. Zack, zack, zack. Die Mottenmaleier, schön in meiner Tasche. Denn die bringen richtig viel Kohle als Omelette. Eine solide Sache. Bis zuletzt immer noch eine gute Möglichkeit, schnell Kronkorken zu verdienen. Da gibt es bestimmt auch noch andere, da bin ich mir sicher. Aber das ist somit meine liebste Variante. Na, ist hier noch was? Oder so generell als Jäger Kohle zu verdienen, finde ich gut. Ne? Sicherlich könnten wir auch ein Gehirnchirurg sein und mehr Geld verdienen. Aber ich fühle mich doch viel wohler in der Haut eines Jägers. Okay, wir können abhauen. Dankeschön. Wir wollen verkaufen. Aber erst nachdem wir den Weg der Erleuchtung gespielt haben. Ah, diese verdammten Staatsanleihen. Aber dafür brauchen wir nicht in unsere... brauchen nicht in unsere Powerrüstung zurück. Wie lange ist das schon, das Event? Wie lange läuft das schon? 2 Minuten. 1 Sekunde. Können wir vorher nicht irgendwas anderes machen? Das dauert ja auch immer so einen Moment, bis das fertig ist. Vielleicht schon mal die Mottenmann-Eier abkochen. Warum nicht? Wir dürfen uns aber am Ende natürlich nicht vergessen und sollten hinne machen. Ne? Wir sollten auch nicht Bummelletzter da sein. Sonst greifen wir natürlich nur Staatsanleihen ab, ohne sie uns verdient zu haben. Okay, Mottenmann-Eier. Alle Nahrungsmittel, die wir herstellen können. Oh, das passt ja. Von allem ist genug da. Das liebe ich ja am meisten. Flup, 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 flup. Schneller, schneller, Mann. Und natürlich auch immer ganz gut für den Verkauf unser aufbereitetes Wasser. Wenn genug da ist und ich sprinten kann, damit, ne, gleich 15 Stück wieder, können wir das noch in den Stash stopfen. Ansonsten nehmen wir das einmal mit. Wir brauchen ja jetzt erstmal bis zur Verkaufstour nicht wirklich in unsere Powerrüstung. Na, kriegen wir das hier noch reingestopft? Nein, sehr schade. Wir holen später ab. Passen noch ein paar rein. Ja, cool. Und hier passen auch noch 2 rein. Theoretisch, ne? Ja, Punktlandung. 1200 Trageeinheiten. So, wir machen das Ganze. Ah. Offensichtlich nicht im Schrotflinten-Loadout, denn wir sind voll im Schrotflinten-Loadout. Okay, zack, rüber. Na dann eben im Kloppi-Loadout. Machen wir es gebongt. Wir kümmern uns drum. Euer die Dunkelheit durch
Hey, ich will auch was haben. Auf dass wir mit ihm kommunizieren und an seiner Weisheit teilhaben. Zack. Oh, was für eine Verschwendung eigentlich, das mit 556er zu spielen, aber ich habe gerade keine andere Möglichkeit, oder? Doch, wir könnten ja einfach im Kloppy-Loadout bleiben und dann halt ungebufft mit der Flinte schießen. Ja, das reicht sogar. Was für eine Frechheit. Aber wahrscheinlich auch nur, weil sie anstachelnd ist. Wo sind denn nun meine Glühwürmchen? Eins davon gehört mir. Weg ist es. Schade. Oder ist es das hier zufällig? Es wurde schon geklaut. Was für eine Frechheit. Na. Schön. Immer schön rumspringen hier. Für die maximale Übersicht. Hey, na, wie geht's dir? Du Kröte, du. Nämlich, können wir auch noch abkochen. Sack mit Düngemittel. Naja, wenn's gratis ist, ne? Oh, da ist schon eine ganze Menge Biolumineszenzflüssigkeit am Start. Ist natürlich jetzt doof, ne? Ich glaube, der Rest ist jetzt auch schon drin, ne? Wir sollten nach oben gehen, damit wir zumindest auch effektiv hier ein bisschen mitgewirkt haben. Oh, und das war's auch schon. Gibt's Staatsanleihen? Vielleicht, bitte. Das wäre ganz nett, wenn wir trotzdem Staatsanleihen bekommen. Ja, tatsächlich, wie cool, sehr schön. Haben wir noch ein paar Staatsanleihen hier abgegriffen. Oh, Leuchtturm-Souvenir, was bringt das? Was ist das? Welchen Schrott bekommen wir dafür? Davon. Kupfer. Wusste ich gar nicht. Sehr schön. Eine Aludose. Ist hier zufällig noch die Wackelpuppe? Ich glaube nicht. Da war Mitspieler Level 300. Der hat weitaus mehr Zeit hier verbracht. In Appalachia als ich. Und sowas lässt man natürlich nicht liegen. Die ist ganz gerne mal hier. Und ich höre auch gerade kein Audiosignal. Nein. Auch nicht, wenn ich ganz leise rede. Nee, offensichtlich nicht. Okay, na dann nicht. Dann können wir jetzt den Rest zusammenkochen und unsere Cola abholen. Und wahrscheinlich danach auch unser Goldmensch. Oh, wir sind zu dick. Hey, selber fett. Was soll denn das? Irgendein Loadout, wo wir noch rennen können. Ja, hier. Nehmen wir doch einfach das Kloppy-Loadout. Kein anderes Event am Start. Nein, kein anderes Event am Start. Zurück nach Hause. Kohle, Mann. Ich stehe auf Kohle. Haben wir noch irgendwelchen legendären Kram, den wir verticken sollten? Vielleicht. Doch hier, das Pirschers Mehrzweck-Axt. Ja, aber auch nur Sachen, die ich nicht wirklich im Nahkampf gebrauche. Und bei Rüstung? Nein, sehr schön. Den Rest verkochen. Ganz schnell hingesetzt. Ist eine schöne Kochecke geworden. Macht mir wirklich Spaß. Oh, wir haben noch ganz viel schmutziges Wasser. Aber vielleicht, nö. Wir haben auch genug Holz. Sehr schön. Wir wollen Nahrungsmittel noch schön verkochen. Denn die bringen auch Kronkorken. Cool. Wir bereiten uns vor. Wir sind noch im Verkaufsklamottchen. Richtig. Jupp. Verkaufs-Loadout. Schnell ein Ansaufen. Black Water Brew. Taubenmantels. Und go. Rein in die gute Stube. Jupp, handeln. Ich hab gedrückt. Und jetzt wieder bitte die Kronkorkenanzahl oder die Kronkorkenanzeige des Händlers im Auge behalten. 3, 2, 1. Und damit hätten wir unsere wöchentliche Lieferung Gold sicher. Und die wollen wir uns natürlich auch gleich abholen. Einmal bitte rüber zum... Hey, was ist hier los? Stopp! Willst du mich bedrohen? Was war das? Das war doch eine Maulwurfsratte. Das habe ich doch sofort erkannt. Weg mit dir! Nicht, dass die immer meinen schönen Garten kaputt machen. Was für eine Frechheit. So, Waywards. Einmal bitte rüber. Zack. 3, 2, 1. Flop. Hallöchen, Smiley, mein Guter. Ich würde einmal bitte ganz gerne meine wöchentliche Dosis Gold abholen. Ich bin interessiert. Wir nehmen natürlich das Gesamtpaket.
wäre das Thema soweit auch schon mal geklärt. Aber ich wundere mich gerade, warum bin ich denn bitte aus dem Nerd-Wut-Modus raus? Das verstehe ich ja gar nicht. Ist hier Wasser? Ja, nimm doch einfach ganz kurz das hier. Ein wenig mehr Verstrahlung bitte, aber nicht viel. Nur das Nötigste, damit wir wieder so richtig schön nerdwütig sind. Na, noch ein Stück. Noch ein Stück. Einmal noch, ne? Ach, come on. Hä? Was? Ist aber schon ein bisschen komisch jetzt, ne? Will ich doch wohl meinen. Okay, 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 okay. Bleibt nur noch... Oh, die Sache mit den Grubenhauern. Komm schon, Einsturzgefahr. Sei mal wieder öffentlich. Ansonsten spielen wir dich auch so. Aber ist ja auch nicht zwingend notwendig, ne? Wir können ja ganz kurz rüber dackeln und uns die paar Grubenhauer holen. Die hängen ja auch sowieso immer... Immer hier rum an den Minen, richtig. Gut, dann reisen wir erstmal rüber. Auf eigene Kosten. Im Reiseloadout. Und zwar hierhin, genau so halbwegs mittig. Gute Idee. Zum Hornwright Luftreiniger Standort 1. Was? 14 Kronkorken? Was für ein übertriebener Preis. Aber ich bin bereit, ihn zu zahlen. Wir sollten vielleicht auch so ein bisschen die Augen offen halten. Hier ist ja auch jede Menge Erz. Und mit dem Erz können wir dann eventuell auch noch unsere Aluminiumvorräte ein wenig auf Vordermann bringen. Na, Grubenhauer, wo seid ihr? Bitte einmal zur nächsten Mine da drüben. Nicht schnell reisen. Eigentlich wollte ich nur eine Markierung haben, aber das wird ja auch ganz gut eigentlich hier auf dem Radar angezeigt. Grubenhauer! Na, ihr kleinen drogenabhängigen Ewoks, wo seid ihr? Wo habt ihr euch versteckt? Da drüben vielleicht? Oh, da ist schon Erz. Na, ist das eventuell Aluminiumerz? Yay, wir haben Glück, ne? Aber ich glaube, Aluminiumerz haben wir sowieso zu Hause. Wir brauchen Säure. Und dann könnten wir uns die Servos reinbauen in unsere Ultrazeit-Powerrüstung. In unsere aktuelle Powerrüstung unseres Vertrauens. Meine Güte, ist die cool. Die müssen wir ja auch noch beskinnen, natürlich. Da müssen wir noch Haut draufziehen. Menschen. Nee, Quatsch, nicht Menschenhaut. Das machen wir nicht. Falsches Spiel. Scorn, ne? Bei Scorn kann man das sicherlich machen. Da wird dann, wenn man sich neues Skin freigeschaltet hat, der Name Programm. Ha. Wobei, warte mal, stopp. Wir hatten doch auch noch so eine Aufgabe gehabt hier, ne? Wir sollten doch ein paar Marken eintauschen, aber... Ist nicht mehr aktiv. Ansonsten hat mich das die ganze Zeit genervt. Und jetzt, wo ich es machen will, ist es nicht aktiv. Mit den ollen Marken. Die sind auch relativ schwer, ne? Die Marken. Ich habe letztens mal nachgeguckt. Ich glaube, irgendwie 0,1 für so eine lächerliche Marke. Tatsächlich. Ja, aber man muss sie die ganze Zeit mit rumschleppen. Wenn man sie nämlich hier dann umtauschen will, die Marken... An den, hier an diesen Terminal zum Umtauschen von Abbaumarken, muss man sie im eigenen Inventar haben. Der zieht die dann nicht aus dem Stash raus. Schon eine Frechheit, ne? Das bedeutet, wenn man sich den Jackpot holen will, hat man 10 Trageeinheiten verschwendet mit Abbaumarken. Und 10 Trageeinheiten ist schon eine ganze Menge. Grubenhauer, ihr miesen Lumpis, ihr. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo habt ihr euch versteckt? Ich gehe einfach mal geradeaus weiter hier. Ich war schon lange nicht mehr hier, ich sag mal, ein bisschen freier unterwegs. Oder generell in Fallout 76 schon länger nicht mehr freier unterwegs. Es ist so schön hier, es bietet sich alles so sehr an zum Sightseeing, einfach mal ein bisschen zum Wandern. Ja, wenn man möchte, kann man Fallout 76 ganz gut zu einem Walking Simulator ummodeln. Also gefühlt. Und man hat trotzdem seinen Spaß. Also wenn man generell auf Walking Simulator, auf die Erfahrung von Walking Simulator Bock hat. Da oben werden sie sein. Ist da schon einer? Yeah, nee, ach come on. Warum sind denn jetzt hier bitte Verbrannte? Das kann doch wohl echt nicht euer Ernst sein. Ich hab ihn erwischt. Hey! Was für eine Frechheit. Und noch ein Bär. Als ob ich nicht genug Probleme hätte. Geht doch. Jetzt seid ihr alle wach, ne? Guten Morgen!